23. Erzgebirge zweimal quer hat schon jetzt das Zeug, als bemerkenswert in die Tourgeschichte einzugehen. Nicht, weil sie nach 23 Jahren inzwischen fast überall nur noch als Rotzertour genannt wird, vielmehr war es eine der kürzesten, die unwegsamste und die nasseste. Die Strecke war im Voraus bekannt gegeben, im Regional-TV und im Internet. Jeder war gewarnt. Umso erstaunlicher, dass am 18. September 7.30 Uhr am Federnwerk fast 40 Leute auf den Startschuss warteten. Und das trotz morgendlicher Unwetterwarnung für den Erzgebirgskreis. Ich sage kurz was zu den ersten 25 Kilometern. 1551 bekam Marienberg das Berg an die Aufschlagwasser von Reizenhain aus der Schwarzen Buckel nach Lauda zu schaffen. Und im Oktober haben die den Seuchkram eingeweiht. Müsst ihr mal legen, ein Vierteljahr. Die ersten 25 Kilometer versuchen wir auf diesem Seuchkram lang zu fahren. Und unter der Grenzbrücke, dort geht der Seuchkram los. Weil das normalerweise kein Mensch weiß, wo das eigentlich ist, halten wir dort mal an und dann gucken wir dort drauf. Und dann reden wir weiter. Immer Sudernus, nur unordentlich groß gegangen, rot vor. Ob die Gumm ist oder alt, kriegst du Wadeln wie die Baumstämme im Erzgebirgskammwald. Über Gelobtland führt die Tour zum Zeuggraben. Vorbei am Totenstein, nach Reizenhain und Satzung. Über den Neudorfer Berg nach Sonnenberg, hinunter zum Giegerich. Weiter über Brunnersdorf nach Kadan zur Mittagsrast im Schützenhaus. Zurück über Brunnersdorf, Brunnersdorfer Bach hinauf bis zum Mäuseloch. Und weiter am Brunnersdorfer Bach oder die Straße nach Neudorf und Sebastiansberg zurück. Durch den Zachengrund zum Neuhaus. Nach der Ritter schrie ins Tod, grot aus, mach ich dein Aschel lieber'n hin, nur rauf, dran bei nur noch und nun lass dir wohl laufen. In der Kurve hat nicht die Brems gedrückt, mit dem Radl wird ordentlich abgeknickt, aber es ist ohne Nachsplit, unter'n Vorderrot. Brauchst du gute Handschuhe oder Nerven aus, droht ja rot vor. Sei mit dem Radl unterwegs, immer Sudernus, nur unordentlich groß gegangen, rot vor. Ob du jung bist oder alt, kriegst du Wadeln wie die Baumstämme im Erzgebirgskammwald. Von Fichtelberg über der Ritterschrien und unten auf zum Stadler. Links Richtung Sockendorf und was noch schafft, fahrt über'n Grenzkrom und drittes Schwarzwasserhut. Gen die offen blässbarche Bier im Krug, ja rot vor. Nur war abgestiegen, fix das Radl in die Ecke, du ist runter, mir drückt der Schlauch, hier ist ein China-Flag. Wenn es so eine herrliche Sache, Hus wieder rauf. Mir sei mit dem Radl unterwegs, ja. Lambrich hie zur Abbottomotrie, da in der Arimstoler Tod, Juchi. Los näher laufen, bremsen, kosten näher galt. Jochim auf Kims tausend Volt, hier halt. Du an der Stelle hast, das Motto du sie mong. Den 50 Meter tiefer steht Aschen heiß ausgedungen. Das Aufschlagwasser von dem Zeugkram floss
in Lauda im Wasser noch schafft, jetzt holt der Rudolfschacht 60 Meter nur noch auf 16 Meter Wasserrad und hat ermöglicht, dass in Marienberg schon 16, 17, 100, über 54 Meter Tiefe abgetauft wurde. Da hat die andere Welt, die Rest der Welt davon geträumt. Im letzten Jahrhundert hat das Zeugkornwasser, der Trinkwasserversorgung von Marienberg gedient. Die Schuhe an Rachenflack, lass die ja nicht aus, im Geweih die schönste Krim, da geht man nicht hin. Lass den Bordstein schrollen auf der linken Seite stieg und machte ich mit dem Krestengang zum unteren Stadel hin. Du drei Povillotschen neigetreten, du gehst Skaling wieder nau, lieber dann merkt zu der Wirbelstab. An dieser Stelle wurde Rittmeister Johann Paul Münch am 23. April 1609 von Straßenräubern getötet und ausgeraubt. Lief da Verfolgungsapparat an. Und es sind ein Vierteljahr später, sind die in Eisenach gefasst worden und gerädert worden. Also das Rad gebunden und zu Tode gekommen. Also jetzt seht ihr mal, wie das damals funktioniert hat. Und da war der Apparat vielleicht insgesamt bis 20 Mann groß. Ja, das geht auch, wenn wir bloß noch eine Polizeistelle haben. Richtig. Ja. Die wussten nicht alle, was sie machen hatten. Nach Oberholz springt mir die Kette in die Spank, an der Spank hätte ich nur Vertrauen. Hier oft, dann kommt der Bimegei, schlägt beide Zaun droht, dann flachte ich mir nein. Schuh geht's Wetter mit dem Rot in der Tschechei. Sieh der Nabel nur von Bime rau. Die letzten Meter sah wie die Krot aus. Nachts der Grobenfichtle und de Stroß, klamme Händ und Troppen Mordornuss. Ach, wie schie war itze, so ne Lenkstang aus Morsch, in Kastenradler, ah, noch von Durst ich fahren komm. Such so ein paar Trafini-Loden, ach, mich lieber hätte so ne Lenkstange aus Wurst, ich Kastenradler, ah, noch vom Durstig verhoffen kann. Such so ein paar Trafini-Loden, sah dein Hunger aus, ganz deutlich nahm mir dran. Da hier tritt und ich hau mich schon singe von der Fette mit neiner Land und zu gutes Stollen schniedel und brat die. Nur das wie ich da hier tritt und ich hau mich schon singe von der Fette mit neiner Lang und so gutes Stollschniedel und brat die. Seinem Radl und noch was, immer schieder Nuss noch, Hauptsache du kommst da, ja rot vor,
wenn du noch ans Fressen denkst. Man schritt für Schritt die Waldstraßen auf, du hast den Hunger aus. Sei mit dem Radl und eins, immer so der Nuss noch, Hauptsache du kommst da. Ja, rot vorn, und wenn du noch ans Fressen denk hast, man schritt für Schritt die Waldstraßen auf, du hast den Hunger aus. Wenn wir machen, dass wir ins Döll nur noch. Machen wir also, ich blicke auf alles hier. Das schimpft der Herr. Das war noch mehr. Aber wieder finden wir es, ja. Das war endlich. Ich komme gleich. Ein Blick auf die gegenüberliegende Burg Hassenstein oder gar in die Weiten des Erzgebirgsvorlandes war heute nicht möglich. Schade, doch nicht zu ändern. Es muss einmal runtergehen, Norditzbergl wieder nauf. Mutter, juhu, wieder nauf. Es muss einmal ein Wetter, Norditzwetter wieder auf. Mutter, wir haben auf die geplante Schlinge über Klösterle verzichtet, um direkt nach Kadan zu fahren. Irgendwie verständlich. Eine Stunde im Trockenen zu sitzen, kann doch verlockender sein. Es muss auch wohl ein Wetter dort, zieht's Wetter wieder auf. Mutter, juhu, wieder auf. Krieg auf. Ist immer schönes Wetter bei uns. Der Rückweg gestaltete sich gruppenweise mit mehr oder weniger Eile in das eine oder andere Gasthaus zum gemütlichen Abschluss und vielen Überlegungen, wie denn die Tour bei besserem Wetter zu wiederholen wäre.
den Beitrag zur 23. Tour Erzgebirge zweimal quer präsentierten. Kranlenk Marienberg, ihr regionaler Spezialist für Kranarbeiten. Das Ingenieurbüro Karl-Heinz Biedermann in Marienberg und Laugnerpflege Marienberg, Seniorenzentrum, mobile Dienste, häusliche Pflege, betreutes Wohnen.